So, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video von mir. Und zwar heute soll es darum gehen, ja, wie viel YouTuber in etwa denn wirklich verdienen. Eigentlich an sich ist es eine simple Rechnung. Natürlich verdient jeder YouTuber unterschiedlich, auch unterschiedlich in seinen Videokategorien. Gaming wird zum Beispiel besser bezahlt, hat eine höhere CPM, sprich die verdienen viel mehr. Es ist aber so, dass man ungefähr sagen kann, dass man 1 Euro auf 1000 Klicks bekommt. Haut nicht immer hin, bei dem einen ist es mehr, bei dem anderen weniger. Tanzverbot hat sogar in etwa ganz genau eine 1er. Ja, Monte hat zum Beispiel, ich denke mal eine 5er oder so wird er auf jeden Fall haben. Sprich, bei, sagen wir mal, 1 Million Klicks verdient Tanzverbot 1000 Euro und Monte 5000 Euro. Also das schwankt auf jeden Fall ganz schön gut. Außerdem ist es ja mittlerweile so, dass man ab 10 Minuten natürlich selber Werbung schalten kann. Sprich, man kann dann auf das Video verteilt 3 oder 4 Mal noch Werbung einfügen, je nachdem wie lang das Video ist. Das heißt nicht immer, dass an den Punkten auch unbedingt Werbung kommt. Meistens ist der Fall, aber manchmal noch nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt 5 Mal auf ein Video Werbung geschaltet habt, beziehungsweise im Video, dann verdient natürlich der YouTuber auch mehr. Dann wären das halt auch 5 Euro auf 1000 Klicks. Aber im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, dass ein YouTuber 1 Euro auf 1000 Klicks bekommt. Denn das ein oder andere Video läuft besser, das ein oder andere Video wird als nicht werbefreundlich eingestuft. Zum Beispiel bei Reactions kommt dann auch die Copyright-Frage dazu. Dann wird da auch keine Werbung geschaltet. Ja, nehmen wir mal an, ein YouTuber macht mit einem Video 1 Million Klicks. Könnt ihr in etwa davon ausgehen, dass er mit dem Video 1000 Euro gemacht hat. Das Ganze kommt natürlich nicht genau hin. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viel jeder verdient. Aber man kann das so in etwa verallgemeinern, dass man auf 1000 Euro einen Klick bekommt. Ihr könnt euch auch einfach mal einen Kanal vornehmen. Einfach auf die Kanalinfo gehen. Nehmen wir jetzt mal Luca Concrafter. Er hat ja sowieso viel zu wenig Geld verdient und verdient viel zu wenig Geld. Deswegen geizt er auch bei dem einen oder anderen Club, die ihnen natürlich den Eintritt nicht jedes Mal kostenlos gewähren möchten. Ja, und ihr habt ja bestimmt auch mitbekommen, dass er auch keine 150 Euro beiseite hat für die eine oder andere Flasche im Club. Ich gebe jetzt mal kurz hier in YouTube Luca Concrafter ein. Der Junge hat natürlich auch 2 Kanäle. Mal nebenbei gesagt, ich habe es mal ungefähr durchgerechnet. Ich denke, der wird mit seinen beiden Kanälen, mit seinem Hauptkanal und seinem Zweitkanal, 50.000 im Monat machen. Das ist schon echt krank. Und dann noch am Club so rumzugeizen, schon krass. Da sieht man wieder den Geiz. Niemand kann genug haben, ja. Also, boah, krass. Also der ist 2011 beigetreten. Der Kanal hat jetzt 1 Milliarde. Boah, und 610 Millionen Aufrufe, okay. Ist krass. Also ohne Spaß. Könnt ihr in etwa rechnen, 1 Million wären jetzt 1000 Euro meinetwegen, okay. Er ist ja auch kein Gamer. Sprich, der hat nur mit seinem Hauptkanal hier 1 Million und 600.000 Euro verdient. Krass. Das Ganze ist natürlich brutto. Ihr wisst selber, im Endeffekt bleibt einem da die Hälfte bei so einem Einkommen. Wenn jetzt 800.000 Euro plus sein Zweitkanal, der wird schon eine Mille gemacht haben. Also, er weiß auf jeden Fall, wie man Geld macht. Er ist auch zu geizig, um das ganze Geld natürlich auszugeben. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr wisst in etwa, was man an YouTube-Einnahmen verdient. Mittlerweile ist es auch sehr schlimm geworden. Die sehr viele Videos werden als nicht werbefreundlich eingestuft, bei mir genauso. Ja, vom Copyright wollen wir gar nicht anfangen. In diesem Sinne, Freunde, folgt mir auf Instagram. Der Name ist natürlich eingeblendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Peace.